Hi Leute und willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Dies hier ist Part 2 und lasst uns einfach mal be wieder beginnen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich das neue Texture Pack drin. Dieses Texture Pack ist von Dibito LP. Könnt ihr auch auf YouTube nachschauen. Ja, ich finde es einfach schöner und ja, sieht einfach besser aus. Aber dazu kommen wir noch. Also, ich habe verschiedene Mods installiert, zum Beispiel Optifine, damit kann man jetzt zoomen. Ja, ist halt das Gras schöner, bemerkt man wahrscheinlich nicht. Und sonst noch nicht so viele Mods, aber ich werde wahrscheinlich noch mehrere installieren. Also ja, bauen wir einfach weiter. Also, bauen wir einfach weiter ab. Also, ich habe gesagt, wir werden zuerst mal Rohstoffe abbauen. Ja, das mache ich jetzt einfach. Oh, Spitzhacke kaputt und neue. Ja, ich versuche halt in meinem Redefluss zu bleiben. Ist halt ziemlich schwer, wenn man noch schüchtern ist. Aber naja. Hoffentlich gefällt es euch einfach. Am Anfang ist es natürlich, wie immer schon gesagt, noch ziemlich fad. Aber ja, das wird sich schon noch ergeben. Ich habe auch momentan nicht viel Zeit gehabt aufzunehmen, da ich Schule gehabt habe. Habe auch mal einen Part 2 hochgeladen, nur der war zu lang und deswegen hat YouTube ihn nicht abspielen lassen. Jetzt habe ich zum Glück die Save-Dateien gesichert und kann bei meinem alten Spielstand weiterspielen. Aber ja, ah ja, die Höhle. Ja, das Pflastern wird es einfach mal aus durch Holz. Wird später wahrscheinlich noch schöner. Aber wir ziehen ja auch wahrscheinlich um. Ich hätte da ziemlich viel geplant. Also wie die anderen YouTuber. Ich sehe mir ja ziemlich viel an. Um halt daraus zu lernen. Und ja. Es kommt halt alles noch. Wie gesagt. Jetzt bauen wir mal den Keller, um ein kleines Lager anzulegen. Ich werde wahrscheinlich eher ein kleines Lager jetzt anlegen, da ich später weiterziehen werde. Und ich kann ja natürlich nicht alles mit mir mitschleppen. Ich möchte ja in ein schönes Gebiet mit, ja, Bergen, vielleicht Schnee, Wüste ebenfalls und Dschungel muss nicht in der Nähe sein. Den kann man sich ja natürlich auch selbst anpflanzen durch die Baumsamen. Ja, so, Keller ist fertig ausgehoben zurzeit. Kisten habe ich noch keine gemacht. Ja, hier sieht man auch den Unterschied zwischen den Hölzern. Das ist, glaube ich, Dschungelholz, das rote. Das andere dürfte Laubholz sein, wenn ich mich nicht irre. Okay, ich kann es ja später noch auf Deutsch umstellen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Jetzt geben wir mal das Eisen in den Ofen. Und machen uns viel Werkzeug, denn wir wollen ja Rohstoffe. Ja, wie ihr Werkzeug macht, seht ihr ja, indem dass ich hier wie wild rumklicke. Ich hoffe, ihr wisst, wie man mit einer Maus umgeht. Wäre auch ein bisschen schade. Ja, und machen wir einfach weiter. Okay, ich habe jetzt so ein Better Inventory Mod. Das heißt, wenn ich auf R klicke, wird alles automatisch sortiert. Wie ich halt will. Hier gibt es auch noch Einstellungen. Sehe ich mir später an. Man kann das Spiel natürlich auch auf Deutsch umstellen. Werde ich wahrscheinlich später machen. Jetzt ist es wahrscheinlich. Oh, kommt Tagesanbruch. Kann ich hier wieder raus. Skelett mit Bogen. Oh. Da ich auf Easy spiele, ziehen die Monster nicht so viel Schaden ab, aber ich sterbe halt nicht so leicht. Am Anfang spiele ich wahrscheinlich noch auf Easy, später auf Hard, wenn ich zumindest eine Lederausrüstung habe. Hier die kleine grüne Bälle, seht ihr, was ich bekomme. Das sind die Experience-Punkte, mit denen kann man später enchanten und das heißt, wir können die Ausrüstungsgegenstände oder sonstiges verzaubern. Und ja, das bringt uns halt das, dass sie bessere Fähigkeiten bekommen. Jetzt esse ich rohes Hühnchen, werde ich wahrscheinlich jetzt vergiftet sein. Das ist ein Creeper, der geht leicht in die Luft.
Seht ihr? Jetzt habe ich Hunger, aber ist mir eigentlich egal. Hauptsache ich sterbe nicht. Ja, vielleicht werde ich später mal über Themen reden und sonstiges, aber das hat ja noch Zeit. Ist ja erst der zweite Part. Oh, G-Fan bekommen, da ich Minecraft einmal gelöscht habe, um die Mods zu installieren, wieder neu installiert habe. Das ist schon alles ziemlich aufwendig, aber ja, werden sicher mittlerweile die anderen Let's Plays sicher leichter zu gestalten sein. Ich werde auch viele andere Spiele spielen, hoffe ich. Ich warte mal, bis Minecraft so täglich hochgeladen wird. Dann werde ich vielleicht ein zweites Projekt auch anfangen. Aber sonst probiere ich einfach Schwung in die Bude zu bringen, wie man so schön sagt. Und ja. Werde halt öfters vielleicht über Themen reden, wie mir hier einfallen. Sonstiges labere ich einfach nur irgendein Zeug. Okay, Dschungel sonstiges. Und ich muss schauen, dass ich Fleisch bekomme. Denn ihr seht ja, meine Hungerleiste ist schon fast aufgebraucht. Das sind die Toastbrote rechts. Und die Herzensleiste regeneriert sich nur, wenn man voll ist oder weniger ein Herz hat. Also esse ich jetzt einfach rohes Hühnchenfleisch, auch wenn ich davon vergiftet werde. Es ist besser als gar nichts, denn ich weiß eigentlich nicht wirklich, was Vergiftung anrichtet. Also, habe noch nie irgendeinen Nachteil gesehen. Ich kann zumindest jetzt wieder laufen und Herzen regenerieren sich. Ja, dann auch die verschiedenen Biome. Da der Sand am Wasser ist, wird er halt hier feucht und hier nicht. Aber sonstiges ist halt auch eingefügt worden. In Minecraft werden in letzter Zeit ziemlich viele Bugs gefixt und sonstige Sachen fließen mit ein. Zum Beispiel hier die Biome, seht ihr nachher, der Dschungel ist zum Beispiel neu geworden. Und das hat alles mal klein angefangen und jetzt ist es eigentlich schon, ich spiele schon ziemlich viele Leute in Minecraft und Let's Playen auch eigentlich ziemlich alle dieses Spiel. Da es einfach nicht aufwendig ist, braucht keine Ressourcen oder sonstiges, man kann einfach drauf losspielen. Später spiele ich vielleicht, wenn ich die Zeit habe, auf einen Server mit anderen, könnte passieren. Denn das interessiert mich sehr, immer mit den anderen zu chatten und sonstiges. Ist halt interessant, wenn man immer was anderes erfährt. Auf die Zeit muss ich auch achten, denn wie gesagt, der letzte Part ist zu lang geworden und hat sich nicht abspielen lassen. Deswegen schaue ich jetzt immer genau, dass ich so um die 15 Minuten aufnehme. Ja, und eigentlich, ja, ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Also ich kann das Spiel herumlaufen wie Gronkh, erzähle irgendeinen Quatsch und ja, spiele einfach. Ist doch auch egal, das Spiel hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, außer dass man seiner Kreativität frei leben lässt, so wie ich. Ich habe halt Spaß dran, Sachen zu bauen oder euch einfach das Spiel zu zeigen. Ist halt immer witzig, wenn man nachher dann die ganzen Kommentare liest oder sonstiges oder einfach mit seinen Abonnenten viel zu tun hat. Ich will einfach eine sozusagen Beziehung mit euch aufbauen. Einfach eine gute Community gründen. Ja, aber das braucht eben noch Zeit. Und ich versuche jetzt endlich verflixte Schafe zu finden, da ich ein Bett will für die nächste Nacht, denn ich will ja nicht so oft in der Nacht draußen sein, außer wenn ich Experience-Punkte sammeln will. Jetzt sammle ich zum Beispiel Fleisch und Leder. Das macht mich gerade schlecht. So, jetzt spielen wir mal. Nicht such den Hinweis, sondern such das Schaf. Also Schafe gibt es natürlich in allen Farben, wie in Real Life. Schwarz, lila, blau, rot, gelb, sonstiges. Nein, natürlich nicht, das ist Lehm. Sondern man kann halt Schafe färben, um sich einen dementsprechenden Teppich zu bauen oder sonstiges. Wir sind ja keine Tierquäler, also scheren wir die Schafe nur, anstatt sie zu töten. Kein normaler Mensch tötet seine Schafe nur, um Wolle zu bekommen. Ist halt ja. Oh, jetzt ertrinke ich fast. Da kommt nämlich eine Leiste zu, habe ich vergessen.
So, aber ist ja auch egal. Und einfach weiter auf Schafsuche. Ich hoffe, ich finde das Haus noch irgendwo in der Richtung. Ich sollte mir vielleicht die Minimap installieren, dann finde ich eigentlich immer zurück, kann man sich in den Spawnpunkt setzen oder sonstiges. Oh, hier ist viel Kohle. Man sieht ja, hier ist hell, hier ist dunkel. Na, so einfach erklärt. Also diese Schafe, wo die sich verstecken? Sicher nicht im Dschungel eigentlich. Rein vom Logischen, aber da es in Minecraft keine Logik gibt, außer die Schwerkraft, muss ich auch nichts beachten. Ich laufe aber eigentlich lieber zurück, denn erstens wird's okay, die Sonne steht in der Mitte, nicht in die Mitte in der Sonne. Ja. Oh, kann schon wieder nicht laufen. Das war das Fledermaus. Okay. Es sind auch ziemlich viele andere Tiere vorgekommen. Also jetzt sind Hühner, Schafe, Kühe, Schweine. Jetzt sind auch noch die Monster Skelette, Zombies. Was gibt's noch? Skelette, Zombies, Tintenfische. Die droppen halt Tinte, wie man sieht. Mit dem kann man wieder Wolle färben. Wenn ihr euch fragt, ja, die können hier in diesem seichten Wasser überleben. Ich habe keine Ahnung wie, aber die schaffen es halt. Und ja, so einfach ist halt alles erklärt. Ich werde den Part dann gleich beenden. Aber sonst hoffe ich, dass ich morgen oder übermorgen auch noch eine Part hochlade. Ich will ja, dass er nichts verpasst. Und ja, mir macht das Spiel einfach Spaß. Außer wenn ich so wie jetzt nicht rennen kann und euch damit langweilig ist. So laufen wir mal mit dieser Perspektive rum. Cool. Eigentlich ist das fast wie Cheaten, nur es, also wenn man Mods installiert, ist das eigentlich wie Cheaten. Nur manchmal erleichtert man sich einfach das Spielen und für Let's Plays ist das auch einfach besser, da die Zuschauer nicht so gelangweilt sind und man viel schneller an andere Sachen herankommt. Die dämlichen Kühe sollen zu Schafen werden und ich finde das Haus schon wieder nicht. Mein Gott. Okay, weiß schon, wo wir sind. Und wenn ich zurück im Haus bin, werde ich wahrscheinlich den Part beenden. Aber ich will ja das nicht so oft erwähnen, wie ich es momentan tue. Natürlich mit dem Schwert die Blätter abbauen. Oh, oh. Nicht sterben. Und unser Haus müsste gleich hier sein. Oh, ich habe Hunger. Aber man kann, wenn man Hunger hat, nicht sterben, sondern verliert nur die Hälfte seiner Leben. Dann backen wir uns mal was Schönes. Und versuchen. Oh. Okay, schnell, 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 schnell. Okay, ich esse auch anderes Fleisch. Auch wenn ich vergiftet bin, hauptsächlich verliere ich kein Herz mehr. Das war knapp. Ich hätte gedacht, man kann nicht sterben. Naja, egal. Ich werde warten, bis das Fleisch fertig ist. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao Leute und schönen Tag noch.